Es gibt Tage, da wirkt die Demokratie plötzlich zerbrechlich. Der 6. Januar war so einer. Rechtsradikale, Verschwörungsanhänger und fanatische Trump-Fans stürmten gewaltsam das Kapitol in Washington. Und die Wahnsinnigen wähnten sich auch noch im Recht. You guys did this to us. We want our country back. They don't get to steal it from us. This is our country, this is our house. Wie sich die Töne gleichen. Am 29. August des vergangenen Jahres in Berlin, auf den Stufen des deutschen Parlaments. Heute wird Geschichte geschrieben. Die korrupte Verbrecher müssen festgenommen werden. Am Rande einer Querdenker-Demo waren Rechtsextreme und ihre Mitläufer bis vor die Türen des Bundestags vorgedrungen. Es waren längst nicht so viele wie in Washington und sie konnten von den wenigen Polizisten vor Ort aufgehalten werden. Aber auch sie hatten zuvor via Internet, ähnlich wie in den USA, zum Sturm geblasen. Das Haus der Deutschen besetzen, der Reichstag. Reichstag mit Millionen besetzen und Rücktritt der Regierung fordern. Kanzleramt, Reichstag und diese Wichser dort drin aufhängen, wenn es nach mir gehen würde. Nach knapp 10 Minuten war der Spuk vorbei. Die Polizei vertrieb die Protestler von den Stufen des Parlaments. Abzug der Verlierer. In Washington durfte der Mob sich hingegen als Gewinner fühlen. Ermächtigt und präsidial gelobt von Donald Trump persönlich. Vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Und Deutschland ist von den amerikanischen Verhältnissen noch weit entfernt. Aber wie weit? Die Polarisierung nimmt auch hierzulande zu. Und für manche ist der Sturm aufs Kapitol geradezu ein Vorbild, zeigen Arndt Ginzel und Ulrich Stoll. Sturm auf das Kapitol in Washington. Rechtsextreme in Deutschland feiern das. Es ist soweit. Der Moment, auf den alle seit langem warten, ist jetzt eingetroffen. Der Sturm geht richtig los. Wir müssen das Gleiche hier in Deutschland machen. Das amerikanische Volk zeigt uns, wie wirkliche Revolution funktioniert. Es werden Bilder gezeigt aus dem Kapitol bzw. vor dem Kapitol. Das Ganze wird weiterverbreitet aus einem QAnon-Kanal und kommentiert wird, die machen jetzt das, wofür wir am 29.08. zu blöd waren. Am 29. August 2020 versuchten radikale Corona-Leugner und Rechtsextreme, das deutsche Parlament zu stürmen. Die Polizei konnte sie an der Reichstagstreppe stoppen. Die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König hat die Reaktionen deutscher Trump-Anhänger im Netz beobachtet. Ähnlich wie jetzt in Washington konnte man ja auch in Berlin im August beobachten, dass ganz klar rechte Gruppierungen, QAnon-Bewegungen, Reichsbürgerstrukturen und diese Querdenker auf die Straße gegangen sind gemeinsam. Und gemeinsam dann auch zum Reichstag gegangen sind, mit dem Ziel, in den Reichstag hineinzukommen. QAnon, eine Verschwörungsideologie gegen Eliten, die Rechtsextreme in den USA, Deutschland und weltweit vereint. Sie gehen nicht nur auf die Straße, sondern organisieren sich im Netz, in Telegram-Chats. Dort sprechen sie Klartext. Gewählte Politiker, angeblich satanisches Pack. Es brodelt mächtig gewaltig und Donald Trump hat ja mal gesagt, der Sumpf ist tief, ja, und der Sturm kommt. Aber Leute, der Sturm sind, wenn, dann wir, ja, und nicht irgendjemand anders. Also organisiert euch. Ich werde jetzt die nächsten Tage auch Kontakt zu kleineren Gruppen aufnehmen, mit denen ich schon hier im Umfeld gesprochen habe, dass man sich auch bündelt. Und ich bedanke mich bei den 5 Patrioten, die sich gestern den Weg zu mir gemacht haben auf Einladung. Frontal 21, zugespielte Aufnahmen aus einem Gewerbegebiet bei Leipzig. Sie belegen ein heimliches Treffen dieser angeblichen Patrioten. Nachfrage beim Administrator der Telegram-Gruppe. Die Leute haben sich ja bei Ihnen in der Firma auch getroffen kürzlich, konspirativ. Auch nicht? Nee. Welche Leute haben sich bei mir getroffen? Na, aus Ihrer Gruppe. Nee, das ist falsch. Also ich weiß nicht, wo Sie die Informationen haben, aber die sind definitiv falsch. Der Sturm auf das Kapitol könnte die rechte Szene in Deutschland noch stärker mobilisieren, fürchtet der sächsische Verfassungsschutz und schreibt auf Nachfrage. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vorfall in Washington zur Radikalisierung der QAnon-Szene in Deutschland beiträgt. Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass so etwas wie in den USA passiert ist, perspektivisch in kleinerer Form gegebenenfalls, aber auch hier in Deutschland passiert. Es sind Menschen, die die Überzeugung eines Tag X
teilen. Und wann ein Tag X stattfindet, wer den Tag X ausführt, mit welchen Methoden das ausgeführt wird, das legen im Zweifelsfall einzelne Personen, einzelne Gruppen oder eben auch eine größere Bewegung fest. In einem vertraulichen Papier warnt das Bundeskriminalamt schon Ende November 2020 vor einer Radikalisierung der Proteste. Gleichermaßen spitzen sich auch Aufrufe zu physischer Gewalt oder verbale Drohgebärden gegen als verantwortlich ausgemachte Personen weiter zu. Die Lüge von der angeblichen Wahlfälschung war Vorwand für den Sturm auf das Kapitol. Stunden danach gab sich die AfD-Spitze empört über den Angriff auf das US-Parlament. Zitat: Die Bilder aus Washington machen uns sprach- und fassungslos. Dabei waren es Spitzenpolitikerinnen der AfD wie Beatrix von Storch, die Trumps Lüge von der angeblichen Wahlfälschung verbreiteten. Ich teile die Auffassung, dass es erkennbare Unregelmäßigkeiten gibt. AfD-Politiker verbreiten die Wahlfälschungslegende und unterstützen Aktionen, die die Demokratie verächtlich machen. Im November 2020 dringen Rechtsextreme mit Hilfe von AfD-Abgeordneten in den Bundestag ein und belästigen Politiker. Das ist ja ein Arschloch. Aufgeblasener kleiner Wannabe-König. Das BKA warnt vor weiteren Aktionen gegen die Demokratie. Es ist zu berücksichtigen, dass Versammlungsverbote nicht eingehalten werden und sich spontane Aufzüge mit dem Ziel formieren, symbolisch wirkmächtige Orte zu besetzen. Wir haben alle mit großer Bestürzung gesehen, was in den USA und im Kapitol stattgefunden hat. Und wir sind mit allen Sicherheitsbehörden im Bund und Ländern dabei, die Auswirkungen insbesondere auf Deutschland zu bewerten und die Gefährdungslage für Deutschland anzupassen. Das betrifft nicht nur die Sitze unserer Verfassungsorgane, sondern das betrifft auch die Auslandsvertretung der amerikanischen Behörden hier auf deutschem Boden. Zurück nach Sachsen. Auch auf lokaler Ebene unterstützen AfD-Parteigänger Donald Trump. Über seine Facebook-Seite verbreitet der AfD-Kreisverband Leipzig-Land den Aufruf Trumps, zum Kapitol zu kommen. Dazu ins Deutsche übersetzte Lügen. Wir wollen den AfD-Kreisverband fragen, warum die Partei Lügen und Verschwörungen verbreitet. Der Verantwortliche für die Facebook-Seite sagt, er teile sehr viele Sachen. Die Leute sollten selbst denken. Mit Meinungsmachern wie Frontal 21 wolle er aber nicht vor der Kamera reden. In den USA planen Trump-Anhänger laut FBI bewaffnete Märsche gegen den neuen Präsidenten Biden. Das könnte die Szene in Deutschland weiter anfeuern. Und in den USA wollen die Demokraten Donald Trump nun noch seines Amtes entheben. Der Vorwurf: Anstiftung zum Aufruhr. Sicher ist, noch am Morgen des 6. Januar hat Trump gelogen, gespalten und gezündelt. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats. We will never give up, we will never concede. Die Feindbilder des Präsidenten, sie verfangen und sie schüren Ängste. If America fails, then we're good. If they fall, we're going to fall into communism, we're going to fall into the third world country. Aber solche Ängste vor kommunistischer Herrschaft und Enteignung der bürgerlichen Mitte werden nicht nur in den USA geschürt. Womit wir dann auch schon wieder in Deutschland wären, bei der Firma Degussa Goldhandel. Vordergründig geht es dort um eine vermeintlich sichere Anlage. Aber im Hintergrund wird Stimmung gemacht gegen linke Kräfte, die der bürgerlichen Mitte angeblich den Wohlstand rauben. Joachim Bartz und Ulrich Stoll mit einer Geschichte über Gold, Gesinnung und AfD-Geschäfte. Schlange stehen vor dem Degussa Goldshop in München. Die Deutschen kaufen Gold wie selten zuvor, auch aus Angst vor einer Euro-Krise. 2019 erzielte Degussa Goldhandel einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro und profitiert von einem Goldpreis, der heute etwa doppelt so hoch ist wie noch im Dezember 2013. Der Degussa-Chefökonom Thorsten Polleit wirbt für das Edelmetall. Gold ist die härteste Währung, das ist das ultimative Zahlungsmittel. Wenn man das einmal versteht, dass Gold eben Geld ist, ich glaube, dann versteht man auch viele andere Entwicklungen auf den Finanzmärkten. Doch es geht Goldhändler Polleit offenbar um viel mehr als Gold. Er macht Stimmung gegen die europäische Währung, den Euro. Ich glaube auch, dass
nicht nur der deutsche Wohlstand geopfert wird auf dem Altar dieses Euro-Projektes, sondern dass uns auch die freie Gesellschaft und das freie Marktsystem, was davon heute noch übrig ist, auch noch verloren geht. Thorsten Polleit hat neben seinem Job als Chefökonom von Degussa Goldhandel noch eine andere Mission. Er leitet das Ludwig von Mises Institut, eine marktradikale Lobbyorganisation. Die sitzt im selben Gebäude wie der Münchner Degussa Goldshop. Auf der Homepage des Mises Instituts die Krake als Symbol einer Verschwörung. Das Monster illustriert einen Artikel. Der linke Progressivismus will das Modell der Zukunft sein und ist doch nur der Sozialismus der Vergangenheit. Demnach droht der Welt ein Sozialismus im Tarnkleid. Die von der UNO beschlossenen Global Sustainable Development Goals, also die Ziele für nachhaltige Entwicklung, gelten als Tarnung, um den globalen Sozialismus durchzusetzen. Das würde die Abschaffung des Privateigentums bedeuten und damit jener Welt ein Ende setzen, die auf Privateigentum als Garant der Freiheit basiert. Das Think Tank Mises Institut, der verbreitet die Idee, dass die Demokratie schädlich ist, dass wir einen Staatsabbau haben müssen, dass Steuern gesenkt werden müssen, dass Sozialhilfe dazu führt, dass wir alle faul werden und dekadent werden. Also das ist eine Ideologie, die marktradikal ist und die wird halt gefördert. Polleit und das Mises-Institut haben einen wichtigen Partner. Markus Krall, Geschäftsführer von Degussa Goldhandel. Auch Krall betreibt ein Lobbyinstitut und greift wie Polleit auf Internetplattformen die Regierung Merkel an. Kommen wir wieder zurück zu Merkel. Meiner Überzeugung nach hat sie ein ideologisches Zielbild und sie ist, und das ist sozialistisch. Also die Abschaffung der Marktwirtschaft und also die Abschaffung unserer Freiheit. In seinem Buch Die bürgerliche Revolution erklärt Krall die Parteiendemokratie für gescheitert, schreibt von Krise und Kampf. Wenn sich die Wirtschaftskrise entfaltet, wird es zur finanziellen Auseinandersetzung kommen. Einige tausend zu allem entschlossene, gewaltbereite, ideologisierte Fußtruppen der Antifa, verstärkt durch ein Heer gewaltbereiter Islamisten, stehen dann gegen die bürgerliche und freiheitliche Ordnung in Europa. Dann stellt sich aber auch die Frage nach der Konterrevolution. Es stellt sich die Frage nach der bürgerlichen Revolution gegen die neofeudalistischen Sozialisten. Markus Krall will auch das Wahlrecht für Sozialhilfeempfänger abschaffen. Wer vom Staat und damit von seinen Mitbürgern und Mitwählern Geld entgegennimmt, sei es als Bürger in Form von Sozialtransfers oder als Unternehmer in Form von Subventionen, geht nicht wählen. Entscheidet er sich für das Wahlrecht und gegen Transfers, so kann er für die Dauer der Legislaturperiode auch keine staatlichen Transfers erhalten. Markus Krall will unsere Demokratie abschaffen. Also die Demokratie, wie wir die verstehen, will er abschaffen. Er will das allgemeine Wahlrecht abschaffen, dass jeder wählen darf. Er sagt, zukünftig dürfen nur noch die Menschen wählen, die kein Geld vom Staat erhalten. Sein Buch präsentierte Krall auch bei der AfD und ist überzeugt, Deutschland müsse von einem Fieber kuriert werden. Und das kriegen wir leider nicht hin, dieses Fieber zu kurieren, ohne dass wir die Leute aus ihrem wohlstandsverwahrlosten Tiefschlaf infantiler Natur aufwecken. Das ist leider so. Manchmal brauchen Völker so einen Ruck und die Deutschen brauchen es halt besonders heftig. Wie soll der Ruck, die Konterrevolution aussehen, wollen wir von Krall und Polleit wissen. Auf unsere Interviewanfragen reagieren sie nicht. Krall und Polleit, die radikalen Untergangspropheten, sind Manager von Degussa Goldhandel. Dahinter steht unter anderem ein Milliardenerbe, August Baron von Finck. August von Finck hat die Namensrechte an der Degussa erworben. Historisch unsensibel ist das, weil die Degussa sehr stark in die Verbrechen des Nationalsozialismus involviert war. Sie haben Gold verarbeitet, das zuvor den in KZs ermordeten Jüdinnen und Juden abgenommen wurde. Das heißt, die Firma hat sehr stark vom Holocaust profitiert. Und jetzt diesen Namen zu benutzen, finde ich doch sehr zynisch. Schloss Weinfelden im schweizerischen Thurgau. Hier residiert August von Finck.
Er hat ein Milliardenvermögen aufgebaut, auch dank des Erbes seines Vaters. Der war Anhänger und Finanzier Hitlers. Fink Senior konnte die Rothschild-Bank mit Hilfe der Nazis in seinen Besitz bringen. Der wohlhabende Sohn August Fink Junior finanziert seit Jahrzehnten rechte Organisationen. Ab 2013 macht der Milliardär Geschäfte mit der neu gegründeten AfD. Degussa Goldhandel ist damals ein wichtiger Lieferant für den sogenannten AfD-Goldshop. Die AfD verkaufte zum Beispiel Tafelgoldbarren 20 Gramm für 899 Euro. Hergestellt von Degussa. Die AfD machte mit Gold 2 Millionen Euro Umsatz und gab das als Unternehmertätigkeit an. Denn nach dem Parteiengesetz gab es staatliche Zuschüsse für Umsätze von Parteien. Deswegen hat die AfD sich einen Trick ausgedacht und gedacht, wunderbar, dann machen wir ein Unternehmen auf und verkaufen Gold. Zum Selbstkostenpreis im Wesentlichen, aber auf diese Weise hat sie über 2 Millionen Euro generiert an Umsatz, den sie sich sozusagen vom Staat nochmal vergolden lassen wollte mit demselben Betrag. Auf die 2 Millionen Euro Umsatz legte der Staat weitere 2 Millionen Euro drauf. Ein satter Gewinn für die AfD, dank einer Gesetzeslücke. Im Dezember 2015 stoppte der Bundestag die Goldgeschäfte der AfD durch eine Änderung des Parteiengesetzes. Wie die Degussa-Manager schweigt auch Fink auf Anfragen von Frontal 21. Ich denke, August von Fink möchte einen sehr konservativen, reaktionären Staat auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte er einen libertären Staat mit wenig Steuern und Privilegien für Schwerreiche. Die Degussa-Manager Krall und Polleit schüren Ängste vor Währungskrise und Staatsversagen. Ganz im Sinne von Baron August von Fink.